Schule und Bildung sieht heute anders aus, als es früher einmal der Fall war. Für über 70 Schulen sind wir in Augsburg zuständig und die Sanierungsaufgaben, die fordern uns sehr. Jetzt sind wir endlich in der Lage, zusammen mit dem Freistaat Bayern ein Bildungsförderprogramm aufzulegen. Das bedeutet 300 Millionen Euro für unsere Schulen in der Zeit bis 2030. Die ersten 100 Millionen Euro haben wir bereits auf die Reihe gebracht und die ersten Maßnahmen laufen. Ich freue mich unglaublich darüber, dass wir jetzt grundhaft und geplant die Schulsanierungen angehen können, von den Schultoiletten bis zur modernen Ausstattung von Fachräumen.